Egon 1231 hört. Seid ihr noch für die Straße? Ja, ist richtig. Fahrt in die Straße 7. Anruferin, eine Silvia Watermann, hat sich gemeldet, hat einen brennenden Postwagen in der Straße. Feuerwehr rollt, aber da ihr um die Ecke seid, fahrt direkt dahin, bitte Sonder- und Wegerechte frei. Ja, ist verstanden. Hier müsste das ja irgendwo sein, ne? Man sieht aber noch keine Flammen. Hier ist die Wasser. Da qualmt irgendwas. Na, Postauto. Postwagen war ein bisschen übertrieben jetzt. Als wir den Einsatz bekommen haben, hieß es, ein Postwagen brennt. Da bin ich natürlich von einem großen Fahrzeug ausgegangen. Und dann sind wir an der Einsatzörtlichkeit eingetroffen. Das war ein Postwägelchen. Ja, wir hatten es uns schlimmer vorgestellt. Egon, der 1231 trifft ein. Die Feuerwehr brauchen wir nicht mehr, Egon. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Zur Kenntnis, das ist hier so ein kleines Postwägelchen, wo so ein paar Briefe drin sind, mit so zwei Taschen. Guck erst mal, dass wir das Feuer hier auskriegen. Und dann erzählen Sie uns mal. Schick die, holt noch mal ein bisschen Wasser nach. Ja, da unten brennt es noch, da sieht man noch die Flammen noch. Wo ist denn der dazugehörige Postbote? Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen, keine Ahnung. Unser Postbote, den kennt eigentlich jeder hier in der Gegend. Wo ist die Tochter da? Schatz, du musst schnell kommen. Jetzt mal. Holen Sie noch mal was. Ja, ich mach schon. Feuer werden in der Regel von uns gelöscht, kleinere Feuer, die wir im Bereich des Möglichen überhaupt löschen können. Du hast das jetzt gefunden hier? Du hast ja, das gesehen? Ich bin ja. Eben von der Schule gekommen. Ja. Oh, ich bin total aufgeregt. Das sollte reichen. Ja, ist halt nichts passiert. Also, okay, pass auf, Schatz, du gehst am besten zurück ins Haus so lange, ja? Okay? Okay. Ja, wo der Postbote ist, hast du nicht gesehen. Nee, keine Ahnung. Okay. Unter Garantie bei Frau Steffens. Bei Frau Steffens? Ja, Frau Steffens wohnt direkt hier vorne. Ja, dann genau. Gehen wir da mal gucken. Wer ist denn Frau Steffens? Frau Steffens ist eine sehr liebe Nachbarin, die sich des Öfteren mal mit unserem Postboten vergnügt. Mhm. Deswegen brauchen wir die auf den wahrscheinlich jetzt erstmal nicht warten. Okay. Warten Sie mal bitte bei sich vor der Tür. Wir kommen gleich wieder zu Ihnen. Das können wir auch alleine. Ja, ja, ist alles gut. Bitte zurückgehen. Wir kommen gleich wieder zu Ihnen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie mitgegangen ist. Ich auch erst nicht. Was ist denn der Eingang hier? Total verschachtelt, ne? Komplett ums Haus rum. Steffen? Steffens. Okay. Gucken wir doch, was hier steht. Gar nichts. Nix. Postbote da sein sollte, müssen sie eigentlich aufmachen. Ne? Kannst du da was erkennen an dem Fenster? Hm, mal gucken. Muss so einer da sein. Gehen wir mal rum. Ja, du gesagt, der Postbote ist hier, ne? Ja, hast du gesagt. Ach, Steffen. Ja. Aha. Er zieht sich gerade an, der Postbote. Hier zieht sich an. Oder aus. Nee, ich glaube an. Ja, dann gehen wir mal zur Tür, ne? Polizei ist hier, machen Sie mal die Tür auf. Dass wir den Postboten so antreffen, erleben wir natürlich nicht tagtäglich. Ja, er nimmt es sehr ernst mit der Postzustellung. Ja. Wir wissen ja, dass er da ist. Wir haben ja durchs Fenster geschaut, dass er da ist. Ja, da ist er ja. So, Sie sind der Postbote? Ja. Haben Sie auch einen Nachnamen? Weil ich weiß nur Jörg. Hegers. Hegers, okay. Herr Hegers, wir sind hier. Sie scheinen Ihren Job sehr ernst zu nehmen, weil Ihr Postwagen gebrannt hat. Mein Postwagen brennt? Den haben wir gerade gelöscht. Das ist ein Scherz. Nein, der brennt. Langsam rennen Sie mich nicht über den Haufen. War ja klar. Wie war ja klar? Du solltest lieber froh sein, dass Sie sollten doch zu sich nach Hause gehen, ne? Sie sollten doch zu sich nach Hause gehen. Frau Watermann. Sieh mein Job los! Ja, dein Job los!
Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen weniger durch die Gegend Komm, du bist doch nur neidisch, dass ich immer mit... Ja, hier scheint ja explosive Ladung transportiert worden zu sein. Liegt ja auch in der Luft hier. Bleiben Sie bitte an Ihrer Wohnungsschrift. Jörg, sagen Sie mir einmal bitte Ihren Nachnamen noch mal hinfassen. Hegers. Ja, mit Namen haben Sie schon. Hi, wann sind Sie geboren? 16.09.71. Ziehen Sie sich bitte was anderes über und gehen Sie bitte zu Ihrer Wohnanschrift. Okay. Ja, Herr Hegers, das ist Ihr Postwagen. Vorsicht, ich mache stark von aus. Passt ja, oder war, so wie das aussieht. War. Ja. Können Sie sich das irgendwie erklären, warum Ihre Post brannte? Nee, aber ich habe einen. Warten Sie mal. Wer kommt denn jetzt? Sie sind die wer? Die Frau hatte mal wieder ein Außenspiel. Herzlichen Glückwunsch, aber das kommt ja öfter mal vor. Ja, hier, mit unserem freundlichen Herrn Postboten. Du treibst es mit dem Postboten? Ja, wir sind nicht nur mit dir. Aus. Selbst schön, wenn du das nicht bringst. Reißen Sie sich zusammen. Ich nehme noch einmal was Wichtiges. Hey! Das ist ja gut. So, so jetzt. Ich habe die Faxendicke mit ihm. Handfesseln um. Lassen Sie uns aufs Auto legen, dann geht das hier besser. Tut mir leid. Einmal ins Auto. Einmal hier ins Auto. Ich arbeite rund um die Uhr. Und so. Die Frau geht schön auf der Treppe. Ruhe. Im Handgemenge habe ich mir dann von dem eifersüchtigen Ehemann dann ja im wahrsten Sinne des Wortes eine eingefangen und ja, das lasse ich mir auch nicht gefallen und das ist eine Körperverletzung, die wird auch zur Anzeige gebracht und das geht gar nicht. So. Du bist ja nur neidisch, dass den ich dich nicht mehr ranlasse. Jeder schon hier nicht mehr ranlasse. Nee, wie oft bitte hast du bei mir angeklingelt? Wir machen eine Handfessel bekommen, ist ja kein Handschuh. Wer bettelt denn immer? Du oder ich? Das habe ich überhaupt gar nicht nötig. Und dafür bist du auch zuständig. Jetzt ist Ruhe hier. Wir können alle zusammen singen, aber nicht reden. Kommt ja keiner mehr mit hier. Sing euch gleich. Ruhe jetzt. So, jetzt beruhigen wir uns, aber alle. Sie gehen nach Hause und ziehen sich jetzt mal was an. So, Sie erstmal. Ja. Bleibt das jetzt so? So? Ruhig? Ruhig vor allem. Nee, ich hab da kein Problem mit. Ja. Ich hab den Schmuck nicht um. Geh den ganzen Tag arbeiten. Sie bleiben noch ein bisschen. Sie bleiben noch ein bisschen. Ja. Wer sind Sie denn? Peter Steffen, der Ehemann dieser Frau. Dem Ehemann haben wir die Handfesseln angelegt, weil er sehr zügig auf den Postboten und auf die Frau Watermann zuging. Um weiteres zu verhindern, haben wir die Person dann zunächst fixiert. Wir gehen jetzt mal rein. Ne? Sie gehen jetzt rein und wenn ich Sie brauche, dann klingel ich noch mal an. Jetzt möchte ich wissen, was hier los ist. Ja, nichts ist zu beleid. Ich kann das gar nicht sagen. Du kannst gleich mit deinem Postboten ja Zeitung austragen gehen. Ich entweder nicht Sie bleiben jetzt hier ruhig stehen oder Sie liegen wieder auf der Motorhaube. Ja, genau. Ich, ich soll ruhig bleiben, ja. Einmal ein einziges Mal. Einmal hin, die Beine auseinander. Wenn ihr eine Anzeige bekommt, dann ist Sias. Okay, ich kenne das. So, Beine auseinander. So. Anders geht es ja nicht. Von mir. Ich habe Ihnen nichts getan. Gerne. So, bleibt jetzt so liegen. Oder sollen wir ihn ins Auto packen? Jetzt ist Ruhe, ne? Das habe ich auch gehört. Wir packen ihn ins Auto. Ja, dann lass uns ihn ins Auto setzen. Dann ist er erst mal draußen. Ja. Eigentlich sollte der Ehemann sich draußen beruhigen. Deswegen haben wir ihn auch fixiert. Da das aber mit der Beruhigung absolut nicht klappte, haben wir zur weiteren Verhinderung von möglichen Straftaten und auch Aggression des Ehemanns diese Person ins Fahrzeug verbracht, damit er sich da eben abreagieren kann und ruhig bleibt. Wir lassen so. Können wir erstmal in Ruhe befragen. Ja, okay. Kann ja eh nichts machen. So. So. Machen Sie mal Ihre Hose zu. Ist immer noch auf. Ja. So. Was ist los? Was ist passiert? Ja. Also ich kann davon nichts sagen. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich gehe davon aus, dass das die Frau Watermann war. Weil sie neidisch ist. Genau. Dass ich. Die Alte ist eifersüchtig. Ich hatte vorher mit ihr was. Sie stellen die Post hier zu für diesen Bezirk. Ganz genau. Und kümmern sich dann intensiv um die weibliche Bevölkerung. Naja, ein bisschen extra Service. Okay. Gefällt vielen Frauen hier. Viele sind zu Hause alleine, Männer sind weg und bringt's nicht. Ja, so wie er. So wie er, genau. Und Sie stimmen der Sache so zu? Ja, was soll ich machen? Ich meine, tut mir jetzt irgendwo schon für meinen Mann leid, aber... Ach komm, hat dir doch auch Spaß gemacht immer. Ja. Wenn dir das nicht bringt, hat er selbst Schuld. Darum geht's ja gar nicht. Man ist es scheiße, dass er uns jetzt so gesehen hat. Ist denn da der Postbote auch öfter mal zugegen gewesen? Ja.
Vor mir. Vor Ihnen? Vor mir. Also dann teilen Sie sich den Postboten? Nee, schon nacheinander. Ja. Man, er wollte was nichts mehr. Jetzt? Er wollte ja von ihr nichts mehr wissen und wahrscheinlich. Ja, ich habe die Post nicht angezündet. Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich mal gucken, wer das angezündet hat. Und dann müssen Sie sich nachher Ihrem Vorgesetzten gegenüber erklären, warum Ihre Post hier draußen unbeaufsichtigt stand und brannte. Dann sehen wir ja doch mal fest. Ja, wir schauen ja gleich mal nach. Wir haben hundertprozentig was damit zu tun. Wir können ja gerne mal nachfragen. Eins nach dem anderen, ne? Ruhig bleiben. Ja. Mal. Ey! Das ist doch dein Werk! Ey, das ist nicht ruhig mein bleiben! 100% ist das dein Werk! Ruhig nein, bleiben! Das ist nicht mein Werk! Meinst du, ich rufe die Polizei? Ruhig bleiben. Ich werde meinen Job los wegen dir! Ja, hey, das passen Sie auf. Möchten Sie der Nächste sein, der gefesselt im Auto sitzt? Wir haben schon einen Platz belegt im Fahrzeug. Das ist eine Geschichte, oder? Wir haben noch ein paar Handfesseln über. Ich finde schon. Auch die können wir Ihnen anlegen. Bleiben Sie ruhig. So, jetzt fahren Sie sich runter. Und Sie hören auch mal auf. Bitte schön. Ich suche mir davon einen Kerl. Ja, ich kann also genug haben, ganz ehrlich. Was wissen wir ja jetzt? Den hättest du gerne. Bisschen anstrengend alles. So. Stellen Sie die Post erst hier zu und dann nebenan? Naja, ich war vorher hier. Beziehungsweise ich hatte mit ihr ein bisschen, sagen wir mal, auch ein paar Schäferstündchen. Okay. Irgendwann hat sie mir mal so einen blöden Spruch gedrückt. Hey, wenn du die... Können Sie die Hände runterlassen beim Erzählen? Okay, okay. Das wäre nett. Wenn du die Marianne da hast, dann stehe ich für dich nicht mehr zur Verfügung. Dabei ist sie nur neidisch, dass ich... Marianne ist jetzt... Sie. Okay. Genau, richtig. Ich komme mit den Namen immer durcheinander. Wollen Sie sich jetzt endlich was anderes mal anziehen? Ich meine, Sie dürfen sich ja auch zu Tode frieren, aber dass wir jetzt mal hier auch ein bisschen Ruhe reinkriegen. Wo ist denn Ihre Jacke? Drüben bei ihr. Und am Auto wird kein Theater gemacht, ne? Okay. Was halten Sie sich, meine Mann? Bedeckt. Er fährt gleich bei uns mal ein bisschen mit. Bleibt bei uns auf der Wache. Kann sich erstmal beruhigen. Ich hab Sie gehabt. Dann gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Haben Sie den Autoschlüssel noch? Oder steckt der? Steckt. Gut. Wir haben das Fahrzeug von der Straße fahren lassen, weil es da mitten im Weg stand und um den Durchgangsverkehr einfach weiter die Durchfahrt ermöglichen zu können. Erst den Wagen anzünden und die Anschlüsse wieder zu löschen, da wäre ich ja total bescheuert, oder? Ich glaube, die Fotos können wir uns auch klemmen, ne? Ja. Ich will mal wissen, was jetzt hier passiert ist. Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Weißt du doch, es hat gebrannt. Ja, okay, aber... Was hast du denn da gemacht? Was? Ich habe eben geguckt, ob das Feuer wirklich aus ist. Zeig mal beide Hände. Feuerzeug dabei? Nein. Sie haben ja nichts dagegen, dass ich mal nachgucke, ne? Irgendwas Gefährliches in den Taschen, woran ich mich verletzen kann? Nein. Ich hoffe, das ist auch so. Soviel ich weiß, haben Sie gerade mir nur eine Flasche Wasser gereicht. Ja. War noch gar nicht an dem Postwagen. Was haben Sie hier? Mit dem Feuer dran. Schatz, wo kommt das denn her? Ist hier Brand. Schatz, was ist das? Kannst du mir das was mal erklären? Das? Was ist das? Ich habe gestern Abend einen Brief geschrieben an den coolsten Typ aus der Schule, an den Kai. Mhm. Dann? Und dann habe ich den Briefkasten geworfen und heute in der Schule habe ich dann gesehen, dass der mit einer anderen rumknutscht. Und ich wollte jetzt auf gar keinen Fall, dass der den Brief bekommt. Oh nein. Und dann? Ach Schatz. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe dann Papier genommen, das in den Postwagen geworfen. Und mega Drama hier ausgelöst. Ja, ich wollte das nicht. Mensch, Schatz, warum hast du mir denn nichts gesagt? Ich wollte du. Oh Mann, du hättest mir doch einfach nur ein Wort gönnen müssen. Es tut mir leid, ich habe davon wirklich keine Ahnung gehabt. Mensch, der Jörg hätte uns den Brief unter Garantie auch so rausgegeben. Hättest du mal was gesagt, Mensch. Klar hätte ich dir den gegeben. Ich denke mal, in diesem Fall hätte der Postbote dem Mädel das, den Brief zurückgeben können, denn die hatte den Brief geschrieben und ein Absender stand drauf. Von daher wäre das kein Problem gewesen, ihr den Brief wieder auszuhändigen. Ey, wir waren doch auch mal jung. Wir waren doch auch immer alle mal verliebt. Ja, das sagst du jetzt. Schön manche auch mehrmals. Krieg hier losgetreten. Ich kläre das mit meiner Versicherung. Ja? Das wird keine Versicherung zahlen. Nee. Vor allen Dingen, die Versicherung zahlt nicht meinen Job. Ist ja schön. Ja, aber sie ist ja noch eine coole Nummer, aber... Ja, heißt ja nichts. Deswegen weiß sie auch trotzdem, dass sie nicht mit Feuer spielt. Ja, und solche Dinge...
Wie alt bist du denn? 14. Ja. 14? Ja. 14, ja. Ab 14 Jahren ist man in Deutschland strafmündig. Das heißt, dass auch Personen, die über 14 Jahre alt sind, vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden können. Und was kann das für Sie bedeuten? Ja. Im schlimmsten Fall. Alles bezahlen müssen. Wer weiß, was da für Briefe drin sind. Wenn da jetzt noch Einschreiben drin sind, irgendwelche Geldsachen, die vielleicht noch übergeben werden müssen. Gerichtsurteile oder keine Ahnung, was jetzt hier alles so transportiert wird. Wir regeln das schon, ja? Okay. Da hast du einen ganz großen Bockmist gebaut. Es tut mir leid. Geh davon aus, da die erst 14 Jahre ist, wird sie ein paar Sozialstunden leisten müssen. Was der Richter da für Ideen hat, wird sich dann zeigen. Du musst auch deinem Chef erklären, was du da im Haus getrieben hast. Das wollen wir mal auch nicht ganz von der Hand weisen. Natürlich hat sie Scheiße gebaut. Aber was du da gemacht hast, du hättest deinen Wagen auch nicht ewig lang unbeaufsichtigt gelassen. Ne? Ja, ich hab's nicht angezündet. Ja, aber die Tochter hat's angezündet, ne? Aus der Sicht der 14-Jährigen kann ich das nachvollziehen, dass sie das so versucht hat, an den Brief wieder zu gelangen. Aber Straftaten deswegen zu begehen, geht natürlich gar nicht. Und am besten gehen Sie jetzt mit Ihrer Tochter rein. Ja, das machen wir. Wir werden hier eine Anzeige schreiben wegen Sachbeschädigung durch Feuer in diesem Fall. Den Postwagen kann der Postbote mit zu seiner Arbeitsstelle nehmen. Und auf die Ausrede, warum der Postwagen gebrannt hat, bin ich jetzt schon gespannt. Ich weiß ja nicht, ob Sie da noch irgendwelche Sachen drin haben. Hey, Ruhe! Zu Ihnen kommen wir gleich. Ich krieg dich! Ja, so, dann. So, da Sie sich hier jetzt noch ein bisschen hier aufhalten werden. Machen wir das so, wir nehmen ihn mit zur Wache, zur Verhinderung weiterer Straftaten. Sie bitte Ihrer Wege, ich setze mich hinten mit zu. Machst du vorne die Beifahrertür noch eben zu? Ja, mache ich. Der ist noch nicht durchsucht, aber er hat ja eh die Handfesseln jetzt dran. Dann machen wir das gleich im Polizeigewahrsam. So. Wir fahren jetzt zur Wache. Klappt das jetzt? Wenn du ruhig bleiben? Ja, ja. Was würden Sie denn in meiner Situation machen? Das ist doch normal, dass ich mich aufrege. Ja, ist schlecht gelaufen für Sie, das stimmt. Mit dem Ehemann fahren wir jetzt zur Wache. Dort wird er in dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da kann er sich in den nächsten 2 bis 3 Stunden noch mal Gedanken machen, was alles vorgefallen ist, um sich zu beruhigen und um weitere Straftaten gegenüber dem Postboten und natürlich auch der noch Ehefrau zu verhindern.